Frauen in der frühen Burgenforschung. Die Geschichte wurde von Männern geschrieben. Diesen Eindruck gewinnt man zumindest, wenn man in Geschichtsbücher blickt. Nur wenige Leistungen von Frauen, die sich in Disziplinen wie Mathematik, Literatur, Philosophie, Medizin oder der bildenden Kunst hervorgetan haben, sind aus früherer Zeit überliefert. Geschuldet ist das bis heute der historischen, sozialen, wirtschaftlichen und bildungspolitischen Realität und nicht etwa dem, dass Frauen weniger fähig sind. So wundert es nicht, dasselbe für die Anfänge der Burgenforschung gilt. Wer kennt nicht Otto Pieper und Bodo Eppert, so gehört deren fast schon legendären Zwist, ist so gut wie jedem Burgeninteressierten bekannt. Doch geht es darum, Burgenforscherin zu benennen, als die Disziplin ihren Anfang nahm, gerät man ins Grübeln. Gab es sie überhaupt? Dieser Frage gehe ich nun seit Anfang dieses Jahres nach. Seitdem stehe ich allerdings nicht nur vor dem Problem, Burgenforscherin auf die Spur zu kommen, sondern auch diesen Spuren zu folgen. Der Pandemiesituation geschuldet, war eine weitreichende Recherche in Archiven und Bibliotheken bisher nicht möglich. Trotz allem lassen sich zum heutigen Zeitpunkt drei Aussagen treffen. Erstens, ja, es gab Frauen, die sich in der Frühzeit mit Burgenforschung beschäftigt haben. Zweitens, bislang hat sich niemand wissenschaftlich mit Frauen in der frühen Burgenforschung auseinandergesetzt. Die Quellen und Literatur zu dem Thema sind dementsprechend dürftig bis nicht vorhanden. Drittens, Frauen in der frühen Burgenforschung sind wenig bis gar nicht bekannt, nicht selten, weil sie Tochter, Schwester oder Frau von jemandem sind und ihnen dadurch wenig Aufmerksamkeit zuteil wurde oder schlichtweg, weil sie nicht als Forscherin anerkannt wurden, wie beispielsweise Johanna von Issach-Großrobatscher und Luise Kobell. Beide sind heute als Burgenforscherin nicht bekannt, aber als Burgenzeichnerin und Schriftstellerin. Ist die frühe Burgenforschung eine Männerdomäne? Die Burgenforschung entwickelte sich etwa zwischen 1850 und 1910 nur zögerlich aus der Altertumsforschung heraus zu einer eigenen Wissenschaft. Von Publikation zu Publikation wurden mehr Ergebnisse gewonnen, bis mit Otto Piepers Burgenkunde die erste seriöse Forschungsliteratur erschien. Bis auf Bodo Eppard und August von Eswein waren alle Autoren von Burgenliteratur in dieser Zeit fachfremd und nicht selten Autodidakten auf diesem Gebiet, selbst Pieper. Auch Johanna von Issach-Großrobatscher und Luise Kobell waren Autodidaktinnen, denen ihre gesellschaftliche Stellung und gute Ausbildung hilfreich bei ihren Vorhaben waren. Nicht weniger als ihre männlichen Kollegen haben sie Fakten zu Burgen und Schlössern gesammelt, historisches genauso wie sagenhaftes, sowie Zeichnungen und später Fotografien. Johanna von Issach-Großrobatscher und Luise von Kobell gehörten dem Adel an. Sie erhielten beide eine für Mädchen verhältnismäßig gute Ausbildung, hatten aber keinen Zugang zu institutioneller Wissenschaft. Deshalb begannen sie sich im privaten Kontext Wissen über Geschichte, Literatur, Musik und Burgen und Schlösser anzueignen und ihre Studienergebnisse zu verschriftlichen bzw. zu verbildlichen. Die Anerkennung ihrer Leistung als Forscherin bleibt im Gegensatz zu dem ihrer männlichen Kollegen allerdings aus. Burgenforscherin im 19. Jahrhundert. Johanna von Issach-Großrobatscher. In ihrem Eintrag in der Allgemeinen Deutschen Biografie nennt Hyacinth Holland Johanna von Issach-Großrobatscher eine, Zitat, merkwürdige, vielbegabte Frau. Zitat Ende. Warum? Die Antwort bleibt Holland schuldig. Fest steht aber, dass Johanna Maximiliana Isser eine Ausnahmeerscheinung ist. Geboren wurde sie am 27. Dezember 1802 in Neustift bei Brixen. Über ihre Kindheit ist wenig überliefert. Johanna erhielt vermutlich eine Schulausbildung, die über die übliche Erziehung für höhere Töchter hinausging. Unter anderem bekam sie Zeichenunterricht. Mit 16 Jahren fertigte Johanna die ersten Burgenzeichnungen an. 21-jährig galt Johanna schon als begabte und patriotische Künstlerin, die sich mit Burgenansichten aus dem Burggrafenamt und Finchgau hervortat. Nicht nur in ihrer Kindheit machte sie den ein oder anderen Umzug mit. Die Ehe mit dem Juristen und späteren Richter Johann Rochus von Isser zu Gaudendenturm, den sie am 30. August 1828 heiratete, brachte zahlreiche Ortswechsel mit sich. Die meisten ihrer 7 Kinder, 2 davon starben kurz nach der Geburt, brachte sie in den turbulenten Jahren 1829 bis 34 zur Welt, bevor die Familie für 15 Jahre in Cavallese sesshaft wurde und ab 1854 in Innsbruck. Trotz Haushalt, Umzügen und Schicksalsschlägen, ihr Sohn Garibald starb 1859, 1863 im Mann, fand Johanna immer Zeit, die Burgen in ihrem Umfeld zu besuchen,
zeichnerisch zu erfassen und die Sagen und Legenden ihrer Heimat zu sammeln. Ihr Plan, die Burgenzeichnungen mit den Sagen gemeinsam zu publizieren, die von dem Literaturwissenschaftler, Germanisten, Volkskundler und Schriftsteller Ignaz Zingerle überarbeitet werden sollten, kam nicht zur Ausführung. Der Versuch, in den 1830er Jahren Druckgrafik zusammen mit dem Karlsruher Verleger Kreuzbauer zu veröffentlichen, scheiterte. Von 1833 an erschienen dann ihre Burgenzeichnungen in London bzw. 45 Stahlstiche, die von dem jungen Architekten und Zeichner Thomas Allem recht frei überarbeitet wurden, sehr zu Johannas Missfallen. Zu einem Überfluss stand das Werk in Österreich auf dem Index. Das Problem: der begleitende Text ist von Josef von Hormeyer verfasst worden, einem bekannten Landeskritiker. Die letzten Jahre Johannas sind wenig dokumentiert. Ihre Leidenschaft wird sie aber nicht aufgegeben haben. Sie schreibt: Ich gehe auch nie aus dem Haus, lebe wie in einer Klosterordnung, Tag für Tag in derselben Weise, ganz ruhig beschäftigt mit Schreiben, Zeichnen, Lesen, Arbeiten, also in steter Tätigkeit ohne Langeweile. Am 25. Mai 1880 stirbt Johanna von Issa-Großrubatscha nach kurzer Krankheit. Ihren Kindern und der Nachwelt hinterließ sie ein umfangreiches Werk. Zu Lebzeiten ist es Johanna nicht gelungen, ihre Sammlung Tiroler Burgen zu veräußern. Nach ihrem Tod versuchten ihre Kinder ihr Glück. Nicht willens, das Lebenswerk der Mutter auseinanderzunehmen, schenkten sie die Zeichnung schließlich dem Tiroler Landesmuseum. Für die Forschung war diese vollständige Schenkung ein Glücksfall. Der komplette Kodex ist an einer wissenschaftlichen Institution untergebracht, die dessen Sicherung garantiert. In der Vergangenheit und Zukunft werden noch viele Burgenforscher und Burgenforscherinnen vom Issa-Kodex profitieren. Der Issa-Kodex. Johanna schuf nicht nur Burgenbilder des Kunstwerks Willens, sondern mit der Absicht, eine Sammlung anzulegen. Dabei sollten alle Burgen des damaligen Tirols, vom Inntal bis zum Gardasee und auf den benachbarten Gebieten wie Liechtenstein, Vorarlberg, Baden-Württemberg, abgebildet werden. Heute gibt es 6 Bände von Tirols Ritterburgen, die 340 Burgen Süd-, Nord-, Osttirols und dem Tarentino listen und quasi ein kleines Tiroler Burgenlexikon bilden. Mit dabei alle Burgen Vorarlbergs, Objekte aus Bayern und dem Engadin, Ansitze insbesondere Nordtirols sowie Ortsansichten. Dieses Sammelwerk ist insbesondere Burgenforschern heute als Issa-Kodex bekannt. Wie bereits erwähnt, erfasste Johanna alle Burgen selbst, die sich in ihrer Reichweite befanden. Da es ihr nicht möglich war, jede Burg selbst aufzusuchen, akquirierte sie über die Jahre zahlreiche Helfer. Ihren Sohn Welf, den begabtesten Zeichner unter ihren Kindern, ihren Vater und Bruder Philipp Markart, den Onkel des berühmten Wiener Malers Hans Markart, und Don Pescosta, den sie im Haus einer Freundin kennengelernt hat. Aus Johannas überliefertem Schriftverkehr sind zudem 2 weitere Helfernamen bekannt, Bachmann und Küchebner. Die Zeichnung, die ihr auf diese Weise zukam, zeichnete sie dann zur Stilvereinheitlichung in ihrer Manier und im Kodexmaß von 183 x 129 mm um, was ihr für die Geschlossenheit der Sammlung wichtig war. Vorarbeiten und Skizzen, die es nicht in den Kodex geschafft haben, sind heute in der Kartensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek zu finden, die die Sammlung von Johannes Enkel, Oberst Pius von Reinhardt, im Herbst 1930 für 2000 Schilling erworben hat. Karl Kraus beschreibt die Burgenzeichnung als Stimmungsbilder von romantischen Vorstellungen und einem tiefen Naturempfinden beseelt. Die treffende Beschreibung beruht darauf, dass Johanna sich nicht auf die reine Darstellung der Burgen beschränkte. Stets bettete sie sie in eine nahezu pittoreske Landschaft ein, versehen mit typischen Genreszenen. Hinzu kommt, dass durch den ausgeprägten Einsatz von Licht und Schatten die Darstellung besonders plastisch und lebendig wirken. Die Darstellung der Kurburg im Südtiroler Finchgau belegt das beispielhaft. Die Burganlage, die 1259 von den Bischöfen von Chur erbaut wurde, ist in der linken Bildhälfte verhältnismäßig unscheinbar dargestellt, umgeben von der majestätischen Berglandschaft. Obgleich die Burgdarstellung sehr in den Hintergrund der linken Bildseite gerückt wurde,
ist der Kern der Burg mit dem mächtigen Bergfried, mit vorkragender Wehrplatte und Schwalbeschwanzzinnen, Ringmauer und Palas gut zu erkennen, ebenso wie die Zwingeranlage, Kapelle und Rüstkammer. In der Bildmitte, ausgehend vom unteren Bildrand, streben zwei riesige Bäume in den Himmel. Unter ihnen tummelt sich rechter Hand eine Gruppe Menschen bei der Rast. Auf dem Ochsenkarren sitzt ein Kind, um das sich eine Frau kümmert. Linke Hand spazieren zwei Männer gemächlich ihres Weges, der in das Dorf am Fuß der Burg führt. Zudem bereits ein weiteres Gespann unterwegs ist. Mit dem Issa-Kodex hat die Burgenzeichnerin ein monumentales Werk geschaffen. In seiner Ausführung und Bedeutung reiht es sich in eine Reihe mit dem Codex Brandis und den Zeichnungen Rungs, deren Wert für die Burgenforschung und Denkmalpflege unschätzbar ist. Luise von Kobell. Luise von Kobell ist seit frühester Jugend in den besten Kreisen der bayerischen Gesellschaft zu Hause, wobei sie dank ihrer Familie auch Zugang zu Künstler-, Dichter- und Gelehrtenkreisen hatte. Franziska Maria Luise Caroline wurde am 13. Dezember 1828 in München geboren. Die Eltern achteten darauf, dass Luise und ihre beiden Schwestern die für Mädchen damals beste Schulausbildung erhielten. Durch Herkunft und eine hervorragende künstlerische und sprachliche Ausbildung hatte sie einen festen Platz in der Gesellschaft, den sie durch ihre Heirat am 14. September 1857 mit dem Juristen Johann August von Eisenhardt in Miesbach ausbaute. Die Karriere von Luises Mann, mit dem sie zwei Kinder bekam, nahm schnell Fahrt auf, was wiederum Einfluss auf sie hatte, vor allem als er 1866 als juristischer Mitarbeiter in die königliche Kabinettskanzlei berufen und am 1. Januar 1870 zum Ministerialrat erhoben worden ist. Zudem wurde Eisenhardt als königlicher Kabinettssekretär eingesetzt und später zum Staatsrat ernannt. Die Ernennung zum Sekretär König Ludwigs II. Ließ die vierköpfige Familie in eine Dienstwohnung in die Residenz ziehen. Das Leben am Königshof gewährte Luise von Kobell seltene Einblicke in das Leben und Wirken Ludwigs II., die sie später niederschreiben sollte. Die Entlassung ihres Mannes aus königlichen Diensten im Mai 1876 war für Luise gleichsam Fluch und Segen. Fortan war sie zwar von Informationen des Hofes abgeschnitten, aber innerhalb der Familie kehrte Ruhe ein. Das führte dazu, dass sie sich nun verstärkt ihrer Leidenschaft dem Schreiben hingeben konnte und rückte damit zusehends öffentlich in Erscheinung. Schon früh hat sie Prosatexte und Lyrik verfasst. Unter Verwendung ihres Mädchennamens als Würdigung ihres Vaters verfasste sie Kurzgeschichten, Porträts und Essays für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. Unter dem Titel Münchner Porträts nach dem Leben gezeichnet erschienen einige dieser Beiträge 1897 als Sammelband. Nach kleineren erfolgreichen Veröffentlichungen wagte sie sich an größere. Ihre Themen waren dabei vielfältig, was sich in den Buchtiteln widerspiegelt, die sie bis zu ihrem Tod am 28. Dezember 1901 publizierte. Obgleich sich für ihr Werk kunstvolle Miniaturen und Initialen aus Handschriften des 14. bis 16. Jahrhunderts 1890 die goldene Medaille für Wissenschaft und Kunst erhielt, gilt die zweibändige Abhandlung unter den ersten vier Königen von Bayern, das 1894 erschienen ist, und eine interessante Mischung aus Autobiografie, Zeitchronik, Schilderungen aus dem Hof- und Gesellschaftsleben darstellt, als ihr Hauptwerk. Die darin enthaltenen Berichte über das Alltagsleben, das gesellschaftliche Leben und die teils sehr privaten Einblicke in das Königshaus machen es zu einem wertvollen Dokument Zeitgeschichte. Die bayerischen Königsschlösser. Für die Kunstgeschichte und die Burgenforschung ist jedoch besonders eins von Luise von Kobells Büchern interessant. König Ludwig II. Von Bayern und die Kunst, die bayerischen Königsschlösser und ihr Schöpfer, das 1898 und 1900 im Kunstverlag Josef Albert erschienen ist. 496 Seiten widmen sich dem umfangreichen Schaffen Ludwigs II. Das Buch unterteilt sich in 8 Kapitel. Die einzelnen Kapitel sind sehr heterogen aufgebaut. Manchmal beginnen sie mit der Baugeschichte, ein andermal steigt Luise direkt mit der Beschreibung des Bauwerks ein, dessen Einrichtung und seinen Kunstgegenständen. Wie schon das Inhaltsverzeichnis verrät, kann ein Kapitel ein oder gleich mehrere Bauwerke oder Themen behandeln. Durchgängig zeichnet sich das Buch durch eine gute Beobachtungsgabe und einen etwas überladenen Schreibstil aus, was die Zeit, in der das Buch geschrieben wurde, reflektiert.
Luises Beschreibungen sind gespickt von persönlichen Berichten und Erfahrungen mit der bayerischen Königsfamilie, was meist zulasten einer wissenschaftlichen Systematik geht. Auch spiegelt sich der Umfang ihres Wissens über die einzelnen Bauwerke in der Ausführlichkeit oder Kürze der jeweiligen Ausführungen wider. Dennoch sind die Informationen, die man aus dem Buch über Vorgänge bei der Bauplanung, die Einflussnahme des Königs auf seine Bauten, über den Bau und die Bedeutung der Burg- und Schlossbauten ziehen kann, unschätzbar wertvoll. Über den Bau und die Baugeschichte von Schloss Linderhof, das von 1870 bis 1886 gebaut wurde, fasst Luise sich sehr kurz, erfasst aber das Wesentliche, bevor sie detailliert auf die Einrichtung und die Kunstgegenstände eingeht. Sie schreibt: In seinem Beginn glich das Schloss einem Kristall, denn es setzte sich bald dieser, bald jener Teil an. Es erhoben sich auf dem ehemaligen Areal des abgebrochenen und in einiger Entfernung wieder aufgerichteten Jagdhauses die architektonischen Bildungen. Durch das zweite Schlafzimmer erfuhr zum Beispiel eine dreimalige Vergrößerung, wuchs sich dahin und dort hinaus und vereinte sich erst nach allerlei Vermittlung zum einzigen Ganzen. Das Gebäude hat zwei Geschosse. Sein Stil deutet auf Schwung und Reichtum, die Ausstattung auf Zierlichkeit und Lebenslust, wie sie in Frankreich im 18. Jahrhundert vor der Revolution geherrscht. In schöner Steinarbeit weist die Front des Schlosses Säulen, Karyatiden, Allegorien und Pflanzornamente auf. Oberhalb des von vier Atlanten getragenen Balkons im Mittelbau verkörpern sinnbildliche Figuren die Musik, Dichtkunst, Skulptur, Architektur. Zwischen den Säulen gebart man eine Siegesgöttin. In zeitlichen Nischen sind Wissenschaft, Handel, Nähr- und Wehrstand symbolisiert. Der Giebel zeigt das bayerische Wappen und ist überragt von dem wohlbekannten Atlas, der die Weltkugel trägt. Sämtliche Figuren am Schloss nebst zwei Wappen sind von Franz Walker, ausgenommen die Statuen in den Nischen, welche Perron und Bechler geschaffen. Drei Portale, deren vergoldete Gitter kunstvoll geschmiedet, führen in eine Vorhalle mit Marmorsäulen. Hier erhebt sich die Bronzestatue Ludwigs XIV. Als römischer Imperator, denn Frankreich holte damals seine Huldigungsstücke aus dem Altertum und im Linderhof blüht die Nachahmung. Das Kapitel Schloss Hohenschwangau, Fern- und Falkenstein, Wagen, Schlitten widmet sich der Geschichte des Bauwerks, seinen Bewohnern und den Künstlern sowie dem Wiederaufbau, immerhin mit rund 10 Buchseiten, bevor Luise auf Seite 204 zur Beschreibung des Inneren und dabei vor allem auf die Malereien eingeht. Endet die Baugeschichte wie folgt: Dank dem Wahnwitz der Menschlichkeit und der Gewalttätigkeit des Weltlaufs versetzte 1800 die napoleonische und österreichische Kriegsgeißel Hohenschwangau wuchtige Streiche. Es verlor seine Herrlichkeit und bisherige Selbstständigkeit, kam von einem Besitzer zum anderen und sank fast zur Ruine herab. Da führte 1829 ein guter Stern den Kronprinzen Maximilian von Bayern dahin und Hohenschwangau war 1832 dessen Eigentum. Maximilian ließ das mehrmals niedergerissene Schloss auferbauen und durch Domenico Qualio und Siebland im gotischen Stil entstehen. Ihre persönlichen Eindrücke, insbesondere von den Eigenheiten der hochgeschätzten Bewohner, lässt Luise immer wieder in ihre Schilderungen einfließen. Vor allem bei den Beschreibungen der Schlossräume werden bei der Autorin Erinnerungen wach. Man könnte auch behaupten, dass die Raumbeschreibungen als Kulisse für Familiengeschichten dienen. Besonders aufschlussreich ist, dass Luise von Kobell nicht nur über die Bauwerke schreibt, die sie kennt oder über deren Entstehung sie quasi aus einer Hand erfahren hat. Sie berichtet auch über bauliche Projekte, zu denen sie Recherchen angestellt haben muss, da ihr Mann bei der Planung dieser schon längst nicht mehr im Dienst des Königs gestanden hat. Dazu zählt Burgschloss Falkenstein, das der König ab 1883 zu realisieren beabsichtigte. Zum Falkenstein-Projekt hat sie sogar einen Plan organisiert, der den Text illustriert. Die Ausführungen darüber fügen sich an den Schluss der Abhandlung über Schloss Hohenschwangau an, der auf Seite 260 endet. Danach geht Luise auf die königlichen Wagen und Schlitten, Schloss und Wirtshaus Fernstein und ab Seite 285 eben auf das unverwirklichte Bauprojekt Burgschloss Falkenstein an. Dazu schreibt sie: Indes der König im Schlitten oder im Wagen zur Sommerzeit über Serpentinen und gerade Straßen dahinflog, entstiegen seinem Gehirne unzählige Ideen und Projekte. Dann führte ihm plötzlich eine Ruine in das mittelalterliche Treiben ein.
mit den Lehnsträgern und Goldkriegern, mit dem Waldwerk und Federspiel, mit dem Horngeschmetter und Hafenklang, mit dem höfischen Kunstlied und der höfischen Sitte, mit den Recken, welche die Sprache der Vögel verstanden, mit der Falknerei. Das alte, zerfallene Gemäuer der Burg Falkenstein taucht vor ihm auf. Unweit davon sollte sich eine neue Burg Falkenstein erheben. Christian Steineken entwarf im Auftrage des Königs das zukünftige Schloss in einem trefflichen Aquarelle. Oberbaurat Schulze führte das Projekt in herrlichen Tuschzeichnungen aus. Die kühn aufsteigenden Türme, die malerische Ungleichheit der Fenster und Erker kommen zu schöner Geltung. Ob man die Burg von der Süd- oder Nordseite, von Westen oder Osten betrachtet, überall scheint der Bau den Felsen entwachsen. Der einzige Auf- und Eingang ist gen Osten gedacht. So hätte auch diese Burg das Gepräge der Weltabgeschiedenheit getragen, gleich dem ehemaligen Falkenstein. Die Raubritter, die in einem längst vergangenen Jahrhundert darin gehaust, stimmten gut zu den Zinken, Zacken und Schießscharten, aber Ludwig II., der auch dieser Felsenburg die Pracht als Folie benutzte, dem Luxus den feinen Schmelz seiner Geschmackrichtung geben wollte, hätte bei der Ausführung durch manchen Stein des Ärgernisses gefunden. Die Einteilung der Säle und Zimmer war weder für Audienzen noch Gesellschaft berechnet, interessierte die Letztere doch den König immer weniger. Kaltblütig beurteilte er diesen Menschen poetisch ideal jenen. Aber so angeregt er bisweilen von den Geistesgaben, Kenntnissen, Äußerungen und Behauptungen, dass mit ihm Sprechenden sein konnte, so leicht war er verletzt, wenn dessen Umgangsformen ihm missfielen. In den Ausführungen steht eindeutig die Person Ludwigs II. Im Vordergrund. Andernfalls wären der Autorin ihre Fehler vielleicht aufgefallen. Nicht Christian Steineken entwarf die ersten Pläne zum Falkenstein, sondern Theatermaler Christian Jank, der schon an der Planung von Schloss Neuschwanstein beteiligt war. Auch Raubritter haben nie auf dem Falkenstein gehaust. Die Ausführungen Kobels sind also durchaus kritisch zu lesen, ohne dabei ihre Leistung schmälern zu wollen. Ihre Abhandlung über die Königsschlösser Ludwigs II. Ist in diesem Umfang und Ausführlichkeit die erste ihrer Art. Fazit: In der früheren Burgenforschung galt es nicht nur Wissen zu erlangen, sondern überhaupt zu erfassen, welche Burgen, Ruinen, Schlösser es gibt. Zudem Fakten auszuwerten, um die Basis für die wissenschaftliche Disziplin Burgenforschung zu schaffen, die sich Mosaikstein für Mosaikstein von Publikation zu Publikation entwickelte. Luise von Kobell und insbesondere Johanna von Issa-Großrubatscha haben Fußspuren hinterlassen, wenn auch nicht im allgemeinen Bewusstsein durch große Bekanntheit. Ihr Erbe, ihre Bücher und Zeichnungen bieten bis heute die Möglichkeit, großes Wissen daraus zu ziehen und neue Forschung darauf aufzubauen. Mit Sicherheit gibt es neben Johanna von Issa-Großrubatscha und Luise von Kobell noch viele andere Frauen im 19. Jahrhundert, die sich mit Burgenforschung beschäftigt haben. Ich bin sehr gespannt, diesen Spuren noch zu folgen, und falls Sie den ein oder anderen Hinweis haben, nehme ich diesen auch gerne an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.